sollte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich folge eurem Ruf, Meister. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit zu lernen. Das hört sich eher nach mir an. Das machen wir. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Das ist richtig. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Klar. Das wird sich erst noch herausstellen. Nix da. Ihr habt ist so. Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Duo, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun roh lehren. Das zweite Wort von Unerbittlich. Hey! Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Was ist passiert? Ach, das da. Was soll ich jetzt machen? Die anderen sprechen. Ihr lernt neue Wörter wie ein Mann, aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einart euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Achso. Ja, hallo? Komm mal klar, Junge. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Welche Ziele? Ist das ein Ziel? Ja, und jetzt? Das war's jetzt, oder wie? Gemacht. Wieder einmal. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Los da! Fuß! Habt ihr das gemacht? Nach Möglichkeit beide Worte. Wie beide Worte? Was will der von mir? Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wie geht das jetzt? Magie. Schrei. Das check ich jetzt nicht ganz. Wie soll ich das denn jetzt kombinieren? Unerbittliche Macht. Ja. Ach, einfach länger gedrückt halten. Okay. Check ich. Ihr lernt schnell. Ja, total. Rams.
Quest abgeschlossen. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Borim. Borim. Ist das der? Nee, der da. Hui. Nimm mal schneller hier, Keule. Bohi. Innenhof. Mach mal sauber hier, ein bisschen Schneeschippen und so. Ist ja eklig. Ekelig, sag ich da nur. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Ihr müsst auch tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Kult. Ja, gib mal her. Alles her damit. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrein meistern könnt. Ich soll das jetzt demonstrieren, sagt er. Okay, schauen wir mal. Schreie. Wolfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Vex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Maresch. Läuft. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Da guckst du, wa? Ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Bullshit. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Mhm. Warum kehren die Drachen zurück? Was hat das mit mir zu tun, Junge? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Okay. Danke, Meister. Danke, Meister. Tschüss, verpiss dich. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Ja. Alles klar. Der Himmel euch leiten. Wo, was muss ich hin? Wo ist jetzt dieses komische Grab? Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Das ist doch hier. Der muss eigentlich hier oben drauf irgendwo sein, oder nicht?
denke ich mal, bewegen. Nö. Zumindest hier irgendwo in der Nähe, oder? Was ist das? Geschlossen. Das war, da muss man jetzt ja richtig suchen, Junge. Oder wie, oder was? Ihr Tagebuch? So, das muss ich erst markieren. Okay, jetzt, wo ist das jetzt? Horn, 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 was? Tagebuch. Bla 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 bla. Allerletzte Prüfung, ich soll das Horn, bla bla bla. Ist das ein Grab? In den Sümpfen. Sümpfe, das ist doch bestimmt hier unten, oder? Sumpf. Was hier Sumpf? Sümpfe? Es könnte auch Sümpfe sein hier. Ja, das sieht doch so aus hier, da.